Herzlich willkommen. In einem kurzen Video soll, wie versprochen, die Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe der vergangenen Woche aufgelöst werden. Ich hatte die Überschrift Alexa, bring mir Kekse gewählt, denn es geht um eine Bestellung, die mithilfe des Alexa-Lautsprechersystems getätigt sein worden soll. Der Fall beruht auf einem Aufsatz von Specht und Herold und dieser Aufsatz wiederum bezieht sich auf Medienberichte darüber, dass in den USA ein Mädchen, das 6 Jahre alt gewesen sein soll, ich habe 4 Jahre geschrieben, versehentlich mithilfe des Alexa-Lautsprechersystems eine Bestellung ausgelöst haben soll. Dabei soll es im Originalfall nach den Berichten nicht nur um Kekse, sondern auch um ein teures Puppenhaus gegangen sein. Der Fall soll sogar noch weitergegangen sein, insofern als berichtet wird, dass in den Nachrichten über diesen Vorfall berichtet worden sein soll mit Zitat der Worte, mit denen der Bestellvorgang ausgelöst wurde. Und das soll wiederum dazu geführt haben, dass Personen, die ein solches Alexa-System hatten und die Nachrichten gehört haben im Radio oder Fernsehen, dann ihrerseits Bestellungen ausgelöst haben. Wie ich hier vermerkt habe, ist auch aus technischer Sicht unwahrscheinlich, dass das wirklich so passiert ist, obwohl Sie viele Medienberichte finden. Diese Fact-Check-Seite meint, dass das Ganze wohl sich nicht so zugetragen hat. Wir wollen das trotzdem als Fall überlegen und überlegen, ob sich daraus vertragliche Ansprüche ergeben können. Wir beschränken uns mal auf die Kekse und nehmen auch sonst den Fall so hin, wie er hier steht. Dabei ist zunächst mal klar, die K ist geschäftsunfähig, weil sie unter 7 Jahren alt ist. Das wäre auch nicht anders, wenn sie wie in den Medienberichten in den USA 6 Jahre alt wäre statt 4. Sie ist geschäftsunfähig, das heißt, sie kann weder als Vertreterin ihrer Mutter noch für sich selbst irgendwelche Erklärungen abgeben. Die sind ausnahmslos nichtig nach § 104 und 105 BGB. Damit ist der Fall schon zum größten Teil gelöst. Damit ist auch schon klar, eine Genehmigung einer Erklärung oder eines Geschäfts der K durch M kommt nicht in Betracht. Das wäre anders, wenn M beschränkt geschäftsfähig wäre, aber bei einer geschäftsunfähigen ist dafür kein Raum. Insofern kann überhaupt nur ein Vertrag zustande kommen, wenn die Erklärung, die A angenommen hat, direkt als eigene Erklärung der M angesehen werden kann. Wie kann man nun dazu kommen? Wenn wir es schulmäßig prüfen, prüfen wir einen Anspruch aus 433 Absatz 2 auf Bezahlung des Kaufpreises und dann den Vertragsschluss, wofür wir eine Erklärung des Käufers, der Käuferin brauchen. Das wäre hier M. Man könnte sich nun theoretisch auf den Standpunkt stellen, und das wird tatsächlich bei Specht und Herold angedacht, dass hier nicht eine Erklärung der K für M vorliegt, sondern dass M, dadurch, dass sie dieses Lautsprechersystem in Betrieb genommen hat, entsprechend den Grundsätzen über automatisierte Erklärungen und entsprechend dem, was wir bei der Lösung unseres Kühlschrankfalls gesagt hatten, sich alle Erklärungen zu eigen gemacht hat, die von diesem Gerät dann programmgemäß ausgelöst werden. Man würde dann also sagen, so wie derjenige, der einen intelligenten Kühlschrank in Betrieb nimmt und sich mit allen Erklärungen einverstanden erklärt, die dieser dann später aufnimmt, oder auch so wie der eine Website in Betrieb nimmt, die automatisch Bestellungen entgegennimmt oder dergleichen, so wie der sich also die Erklärungen, die von der Maschine ausgelöst werden, zu eigen macht, so macht sich möglicherweise M schon dadurch, dass er den Lautsprecher in Gang setzt, alle Erklärungen zu eigen, die dann später von dem Spracherkennungssystem als Willenserklärung verstanden werden. Meines Erachtens ist das letztlich eine Fehlvorstellung, denn nach dem Verständnis aller Beteiligten ist dieser Lautsprecher ja kein autonomes System wie der Kühlschrank oder auch wie ein Computer, der eine Website steuert. Da steckt natürlich Computertechnologie drin und auch künstliche Intelligenz, aber zum Zweck der Spracherkennung. Das Ganze ist also nicht ein System, das automatisch Erklärungen generieren soll, sondern nur Erklärungen, die tatsächlich gesprochen werden, erkennen und weiterleiten soll. Es ist also letztlich ein Empfangssystem, wenn auch ein intelligentes. Und insofern kann es meines Erachtens nicht darum gehen, dass man sich die Erklärungen, die das System fehlerhaft eigenständig wahrnimmt, wo keine Erklärung war, zu eigen macht. Dagegen, das so zu sehen, spricht auch, dass das letztlich keine Maschine ist, die sich M zunutze macht, sondern zunächst mal eine Maschine, die A liefert und auch technisch kontrolliert, sodass es näher liegt, das Ganze
als ein Empfangssystem, also ein, nicht ein Übermittlungssystem der M, sondern ein Empfangssystem der Firma A zu sehen, und auch wertungsmäßig spricht nichts dafür, M für einen Fehler dieser Maschine in Haftung zu nehmen. A muss ihre Systeme gegen solche Fehlbestellungen sichern, dagegen, dass Bestellungen wahrgenommen werden, die keine sind, weil sie nicht nur nicht vom Berechtigten ausgelöst werden, sondern von jemandem, der überhaupt nicht Willenserklärung auslösen kann. Genauso wäre es, wenn ein Papagei etwas sprechen würde, was dann diese Erklärung auslöst. Es gibt keine Willenserklärung, die hier wahrgenommen werden kann. Und das Risiko dafür sollte, weil es sich um eine Empfangsvorrichtung der Firma A handelt, etwas, was sie zum Empfang von Willenserklärungen gebaut und geliefert hat, bei A liegen. Also sowohl rechtstechnisch wie auch wertungsmäßig spricht nichts dafür, hier überhaupt eine Erklärung anzunehmen, die der M zugerechnet werden kann. Und wenn wir das verneinen, dann ist sofort ausgeschlossen, dass überhaupt ein Anspruch besteht. Also hier gibt es keine Erklärung, sondern nur den Anschein einer Erklärung, und den hat nicht M verursacht, sondern A, und deswegen sollte A auch daraus keine Ansprüche herleiten können. Soweit meine Lösung des Falles. Natürlich kann man hier andere Lösungswege vertreten, aber mir scheint das die glatteste Lösung zu sein, die eben auch wertungsmäßig in diesem Fall überzeugt. Wenn Sie dem folgen, dann heißt das, klar ist, der von K geschlossene Kaufvertrag ist nichtig. Es heißt auch, dass von einer Genehmigung nicht die Rede sein kann. Die Aussage, dass die Bestellung durch Genehmigung wirksam werden könnte, ist also falsch. Unrichtig ist nach dem, was ich zu erläutern versucht habe, auch, dass die M an alle durch das Lautsprechersystem abgegebene, richtigerweise sollte man sagen, wahrgenommenen Erklärung gebunden ist. Und falsch ist schließlich, dass der Vertrag anfechtbar ist. Es gibt nichts anzufechten, weil der Vertrag von vornherein nichtig ist. So viel zu diesem interessanten Fall, der zwar nicht passiert ist, aber doch immerhin gut erfunden ist. Vielen Dank.